einmal ein bisschen böse sein, sich gruselig schminken und die beste Freundin erschrecken, das alles war beim großen Halloween-Fest im Multiversum erlaubt. Die Kinderfreunde Schwächert organisierten ein schauriges Mega-Event. Kinderfreunde Schwächert luden zu einem großen Halloween-Fest ins Multiversum ein, das vor allem für die Kleinsten ein Paradies war. Es gab zahlreiche Hüpfburgen, eine Malstation, Popcorn und Süßigkeiten und natürlich waren alle von Kopf bis Fuß verkleidet. Die Kostüme reichten von schaurig bis düster und passten perfekt zur Gruselzeit. Für Unterhaltung sorgten eine Kasper-Show sowie eine beeindruckende Dogdance-Show von Lukas und Falco, den Supertalent-Gewinnern. Der Lukas und Falco, der das Supertalent damals gewann, hat uns mit seinen Hunden riesen Freude bereitet. Wir haben die Kinderfreunde Niederösterreich da, die machen die Animation mit den Kindern. Wir haben ganz viele Hüpfburgen und Spielerstationen. Erstmals neu einen Gruselraum, auch für die großen Kinder. Also wir schauen, dass wir uns immer was Neues einfallen lassen. Und gegen Ende kommt noch der Kasperl uns besuchen. Und eine große Tombola haben wir auch noch, wo die Kinder dann hoffentlich mit glücklichen Gesichtern nach Hause gehen können. Es steckt irrsinnig viel Arbeit, Organisation dahinter. Allein die Hüpfburgen, wie passen die rein, welche nehmen wir, welche Abwechslung schenken wir den Kindern. Auch wir haben diesmal eine kleine Mahlstation vorbereitet für die Kinder. Auch das Kulinarische, dass man da immer wieder Abwechslung mit reinbringt, dass die Leute gerne kommen. Auch gern neue Sachen wie den Gruselraum an. Also wir haben von den Kindern letztes Mal die Rückmeldung bekommen, es gibt zu wenig für die Großen, für die größeren Kinder und haben uns da zusammengesetzt, Ideen gesammelt und dann eben diesen Gruselraum gemeinsam erschaffen, der, glaube ich, auch sehr gut ankommt. Sie sind heute auch mit dabei beim Halloween-Fest. Lust auf ein bisschen böse sein einmal? Nein, ich darf überhaupt gar nicht böse sein und heute bin ich mit meiner Tochter und meinem Enkelsohn da bin ich sowieso die liebe Oma. Aber ich habe versucht, mich dem Anlass entsprechend ein bisschen anzupassen. Das, was sind Sie heute verkleidet? Ich habe keinen Namen dafür, aber ich habe zufällig auf einem der neuen Medien ein Video gesehen, wie man relativ leicht diesen aufregenden Mund zusammenbringt. Das habe ich nachgemacht und der Raphael war zufrieden. Also ich hoffe, ihr seid es auch. Der Kasperl ist heute auch dabei, aber nicht verkleidet. Nein, natürlich nicht. Ich bin nicht verkleidet, aber... Die Kinder kennen mich halt nur so mit meiner roten Zipfelmütze und meinen schönen Schuhen. Also ich freue mich schon richtig auf die Kinder. Um 16 Uhr geht es heute nämlich los und es wird sicher super, weil ganz viele Kinder heute halt da sind. Hast du gar keine Angst vor den vielen Vampiren und Hexen? Nein. Ich fürchte mich immer nur, aber die Kinder sind alle da, also da brauche ich mich überhaupt nicht fürchten. Nur vielleicht vor den ganzen Krokodilen. Da fürchte ich mich immer so sehr. Also was bist denn du heute verkleidet? Du bist aber keine Hexe, oder? Nein, ich bin als Harley Quinn verkleidet. Was sagst du denn heute zu dem Fest? Ist da viel los? Ja, es ist sehr viel los, wie jedes Mal. Was gefällt dir heute am besten? Das Gruselhaus. Was kann man da machen im Gruselhaus? Man kann so Leute erschrecken und das ist einfach so cool. Wie gefällt es euch heute da am Halloween-Fest? Ihr seid so toll geschminkt. Ja, danke schön. Uns gefällt es sehr gut. Sehr gut. Was habt ihr schon alles unternommen? Wir waren schon in den Hüpfburgen, wir waren schon im Gruselhaus und noch viel mehr. Wir haben schon die Luftburgen ausprobiert, also die Hüpfburgen. Wir haben den Gruselraum uns angesehen. Wir haben bei den Spielen von den Kinderfreunden mitgemacht. Eigentlich schon fast alles. Und das, was seid ihr verkleidet? Hermine Granger, nur in Gruselversion. Und wer bist du? Eine Spinne. Und wer bist du? Ein Vampir. Was sind Sie heute? Eine Mischung aus Braut und Zombie. Wie ist es so, mal böse oder ein Zombie zu sein? Einmal im Jahr darf man das, dass man gruselig ist. Sie sind heute nicht alleine da? Nein, mit meinen drei Kindern. Wer ist von euch beiden mehr der Halloween-Fan? Ich glaube, meine Tochter. Halloween ist immer noch so beliebt bei den Kindern. Ja, das wird immer beliebter. Also ich glaube immer jedes Jahr, na jetzt war's das, aber der Trend geht immer weiter ins Verkleiden und das Coolsein und Halloween ist was ganz was Tolles. Das gefällt Ihnen, dass Sie sich da einfach mal
grauslich und gruselig anziehen dürfen und allgemein, dass sie in eine andere Rolle schlüpfen, ist ja für uns auch teilweise ganz lustig. Und der große Andrang vieler Kinder zeigte, wie beliebt dieses Fest mit seiner schaulig schönen Stimmung ist. Ich muss ein großes Danke an unsere ganzen Helfer jetzt auch mal aussprechen. Das tut mir eh viel zu wenig, ohne die das natürlich nicht möglich wäre, so ein großes Fest zu geben. Dieses Fest, das mittlerweile zu einer festen Tradition geworden ist, bot eine perfekte Mischung aus Spaß, Grusel und Familienfreude.